Answorn Weg hat zahlreiche Kontakte zu Außerirdischen, die sie auf der Astralebene wahrnehmen kann. Ihre feste Bezugsperson auf dieser Ebene ist ihr Freund Lobok Mutru, der der Rasse der Grays angehört. Von einigen jener Wesenheiten, denen sie astral begegnet ist, hat sie unter Trunks Puppen erstellt. Ans wohnt in Portugal, doch in diesem Fall ist Portugal nicht jenes kleine Land westlich von Spanien, sondern es ist eine Ortschaft im Großraum Rotterdam in den Niederlanden. Answorn Weg hat nicht nur Puppen von Außerirdischen erstellt, sondern auch Mandalas, die sie von Hand gezeichnet hat, und Sternentoren. Nun, zum Einstieg möchte ich fragen, wie hat das alles begonnen und wie alt waren Sie damals? 3 Jahre. 3 Jahre, also begann alles schon als ganz kleines Mädchen? Schon ab meinem 3. Lebensjahr hatte ich Kontakt zu Außerirdischen, und nicht nur zu diesen, sondern auch zur Astralwelt. Als 3-jähriges Kind sah ich schon Entitäten, und schon als 3-Jährige brachte ich Menschen zum Licht. Doch ich dachte, dass jeder diese Erfahrungen machte. Und somit war das für mich ganz normal. Ich konnte nur mit meinem Vater darüber reden, der auch ein Medium war. Das war schon günstig, doch hatte mein Vater nichts mit Außerirdischen zu tun, sondern nur mit der Astralwelt. Aber ich konnte mit ihm reden, und das war schon großartig. Im Laufe der Jahre, auch in der Pubertät, ging es immer weiter. Ein Wesen nach dem anderen zeigte sich, bis heute, und jetzt ist eigentlich die Zeit, in der es unvorstellbar ist. Denn es vergeht kein Tag, an dem sie sich nicht zeigen, allerdings in einer erhöhten Schwingung. Somit kann sie auch nicht jeder wahrnehmen, doch könnten sie es erfüllen. Mit diesen Wesens habe ich das eigentlich mein Kontakt. Dieses Wesen ist eigentlich schon seit vielen Jahren meine Kontaktperson. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, alle Geschichten, die aus Amerika kommen und negativ über diese Wesen berichten, muss ich alle widerlegen. Denn zu mir sind sie liebevoll, sie haben mich mein Leben lang unterrichtet, bis auf den heutigen Tag. Sie begleiten mich, natürlich muss ich alles selber machen, doch in allem werde ich begleitet. Also diese negative Geschichte möchte ich aus der Welt schaffen. Dort draußen habe ich hunderte von anderen außerirdischen Zivilisationen gesehen. Ich möchte eben erwähnen, dass es Mischlinge hier auf der Erde gibt. Und sie hier ist ein Mischling aus Lobobs Rasse. Moet u hem eventjes bijtrekken? Können Sie sie eben heranziehen? Wir haben es also mit einem Hybriden zu tun, mit einem Mischling aus Menschen und Grauen. Nun, natürlich ist es so, dass diese Wesen aus der Zukunft kommen. Aber eigentlich sind sie unsere Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel. Denn sie reisen in die Zukunft. Also, wie auch immer wir diese Wesen betrachten, stammen wir zum großen Teil von diesen Wesen ab, natürlich auch von vielen anderen Wesen auf der Erde. Denn hier auf der Erde befindet sich ein Gemisch. Und wenn man sich anschaut, was alle glauben, und ich meine nicht die inszenierten Glaubenssysteme, sondern wenn wir uns den Hinduismus oder den Buddhismus betrachten, dann handelt es sich immer um Wesen aus dem Weltall, die ihren Glauben hier auf der Erde manifestiert haben. Allerdings machen die Menschen immer etwas ganz anderes daraus.
Der Hinduismus und der Buddhismus, das sind alles Religionen, die von Außerirdischen hier begründet wurden. Natürlich ist da enorm viel hinzugedichtet worden. Es ist nicht mehr so, wie es sein sollte. Ich habe da drei Puppen gemacht. In der Vergangenheit sind bei den Malediven außerirdische Wesen gelandet. Und diese Wesen waren löwenartige. Sie haben sich auf eine nicht-irdische Art und Weise mit Frauen gebahrt, die eingeweiht waren. Sie waren hohe eingeweihte Frauen. Daraus entstand ein anderes Wesen, das später der Buddha war. Doch von ihrem Ursprung her kommen die meisten Menschen von außerhalb der Erde. Unsere Erde ist einfach nur ein Sammelplanet von allerlei Wesen aus dem Weltraum. Die Erde ist einer der allerschönsten Planeten aus unserem Sonnensystem. Und dies nicht nur wegen der Schönheit der Natur, sondern auch wegen der Vielfalt des Lebens, im Großen und im Kleinen und in der Tierwelt. Überall ist da irgendwo im Universum ein Planet, sogar von den Ameisen. Aber die sind doch nicht intelligent. Und wie kommt es nun, dass sich auch die Ameisen hier angesiedelt haben? Weil sie degeneriert sind. Auch das kommt noch im Weltraum vor. Doch die Erde ist die allergrößte Schule, die im Universum existiert. Und momentan erinnern sich sehr viele Menschen an Dinge, wo der Ursprung liegt, und das ist schön, denn jetzt ist die Zeit, in der der Mensch geöffnet wird. Jene Zeit, in der sich das dritte Auge öffnet und wo sie sagen, oh Gott, was da erzählt wird, es ist, als wüsste ich es unbewusst schon immer. Ja, das Wissen ist in jedem vorhanden. Und es ist, als hätte man vor 20 Jahren ein Buch gelesen und man denkt sich, oh, ich werde das Buch wieder lesen, oh ja, so war es. Nun erinnere ich mich wieder. Und so ist es auch mit unserem Leben. Wir werden uns nun erinnern, wo unser Ursprung liegt. Und der Ursprung der meisten Menschen liegt im Universum. Das ist ganz normal. Denn wenn Menschen hier inkarnieren, zu dieser Zeit, denn sie ist sehr wichtig, diese Zeit, weil wir in eine neue Phase hineingehen, muss unser letzter kleiner Rest Karma noch aufgearbeitet werden. Für einige ist dies kein schönes Leben. Doch wir haben es so erwählt. Denn als wir hier inkarnierten, war das Szenario schon klar. Die großen Geschehnisse geschehen einfach und die verbleibende Zeit, die man gestalten kann, können wir mit Gutem oder Bösem ausfüllen. Das können wir selbst beschließen. Doch in großen Linien liegt unser Leben schon fest. Was denkt ihr eigentlich von der Ascension nach der fünften Dimension? Was halten Sie vom Aufstieg in die fünfte Dimension? Es heißt ja, dass der Mensch sich auf einem anderen Niveau wiederfinden wird. Die ganze Menschheit wird sich entwickeln in Richtung fünfter Dimension. Dies bedeutet auch eine Trennung von Gut und Böse. Jene, die es gut machen, landen auf einem feinstofflicheren Niveau. Auf welcher Ebene ich bin, weiß ich nicht. Und das spielt für mich auch keine Rolle. Im Universum sind schon niedrig schwingende Planeten, aber keiner schwingt so niedrig wie Mutter Erde. Dies ist wirklich einer der niedersten Planeten. Und darum sind die Gegensätze hier so groß. Einerseits ist da eine prächtige und schöne Natur, andererseits sieht man in der Natur und im Tierreich alle diese Gewalt und die Aggression. Und auf der Erde, das wissen wir alle, dass da in jedem Land sehr viele schwarze Magier inkarniert sind, jetzt in dieser Zeit. Und dies vor allem in Amerika. Und da drücken sie noch immer allem ihren Stempel auf. Sie haben noch immer nichts gelernt. Und damit sind wir alle konfrontiert, bis zum heutigen Tage.
Betrachten wir uns doch nur das Geldsystem. Da beherrschen sie alles, die Pharmaindustrie, Finanzen, Berufe, das Öl. Alle unsere Rohstoffe, alles wird von diesen Menschen verwaltet. Es ist nun einmal so. Doch wir, die Wissenden, müssen versuchen, es gut zu machen. Und natürlich leben wir unter den Menschen und haben es somit mit verschiedenen Entwicklungsniveaus zu tun. So ist es nun einmal auf der Erde. Auf anderen Welten ist es ausgeglichener, und das ist schön. Ich hatte in meinem Leben viele Austrittserlebnisse gehabt. Nicht nur auf astralem Niveau, was am meisten geschieht. Ich durfte sehr viele Welten besuchen. Wie sie dort ausschauen, das spielt keine Rolle, denn es geht um die unvorstellbare Liebe, die sie ausstrahlen, und um die Weisheit, um den Intellekt, denn dies geht zusammen. Um noch einmal über die anderen Welten zu sprechen, Sie haben auf Ihrer Webseite auch etwas über die Jagane geschrieben, oder ich habe es irgendwo gesehen, denn Sie hatten doch eine Vision der jaganischen Zivilisation. Diese Puppe heißt Motron, denn diesen Namen hat er mir übermittelt. Er ist ein fantastisches Wesen. Alle Frauen, die ihn sehen, verlieben sich in ihn, weil er einfach etwas sehr Angenehmes ausstrahlt. Was man mich über seine Welt sehen ließ, ist, dass eigentlich alles transparent ist. Die Häuser sind durchsichtig, und das ist für uns sehr unheimlich. Denn man schaut einfach so durch den Boden hindurch. Und das ist äußerst unangenehm. Er erzählte mir, dass sie nicht die Frau heiraten, die sie lieben, sondern jene, die vom Erbgut her am besten zu ihm passt. Sie haben eine sehr schöne Natur, auf der sie aber absolut nicht herumlaufen. Was sie mir gezeigt haben, ist, dass sie die Natur nur nutzen, um sie zu betrachten. Das heißt, sie wollen nicht einmal über den Rasen laufen, da ja alles lebt. Sie wollen es nur anschauen. Und das ist kurz gefasst eigentlich die Geschichte, die ich von ihm erfahren habe. Aber für mich ist dies Motron. Motron, der Jagane. Ich habe eine Geschichte verfasst, unter anderem auch über diese Wesen, denn fast jeden Tag bietet sich ein Wesen an. Und dann bekomme ich jedes Mal die ganze Geschichte durch. Und nun habe ich schon 570 Berichte geschrieben. Das ist sehr viel. Das geht alles weiter. Dies ist die Zeit. Ich betrachte es als die Zeit der Offenbarungen. Nicht nur ich alleine sehe sie, auch ihr werdet einen Schemen davon wahrnehmen. Allerdings nur, wenn ihr eure Schwingung erhöhen könnt. Bei mir geht das Schlag auf Schlag, und sie kommen, doch bei den meisten Menschen, wenn sie sich ruhig verhalten und ihre Gedanken loslassen. Sich nur entspannt hinsetzen, dabei vielleicht auch angenehme Musik hören, den inneren Dialog stoppen und sich leer machen, dann haben sie die Chance, durchzukommen. Denn sie warten ja alle darauf. Sie alle wollen gesehen werden. Aber sie dürfen in die menschliche Evolution nicht eingreifen. Das ist ein Gesetz, ein universelles Gesetz. Sie dürfen nicht eingreifen. Also tun sie es über eure Träume. Ihr träumt auf einmal, dass ihr ein UFO und einen Außerirdischen seht. Und ihr denkt euch, das war doch heute ein schöner Traum. Großartig. Aber es ist kein Traum, es war ein Austrittserlebnis. Denn jeder tritt aus seinem Körper aus, jeder und jede Nacht. Nur erinnern ihr euch nicht mehr daran. Und ich habe die Fähigkeit, dies doch zu behalten. Und wie kommen meine Wesen, wie zeigen sie sich mir? Sodass ich weiß, dass sie zu mir kommen. Sie tun dies, indem sie ihr wahres Sein, ihre Energie zeigen. Und ihre Energie ist kobaltblau.
Und Schlag auf Schlag sind sie da. Oder da. Da sind sie wieder. Auch bei diesem Gespräch sind sie anwesend. In diesem Moment? In diesem Moment sind sie anwesend. Denn sie belauschen alle Gespräche. Im Laufe der Jahre waren hier Menschen aus aller Welt, von überall her. Das waren keine grünen Jungs, die waren unter anderem auch von der NASA, und ich sagte, da sind sie wieder. Einmal geschah etwas, als ich nach einer Fernsehsendung mit meinem Hündchen spazieren ging. Ich lief also, und auf einmal bekam ich so ein unheimliches Gefühl, da kam ein ganz unheimlicher Mann auf mich zu, ganz in Schwarz. Er war ganz in Schwarz gekleidet. Er hatte hohe Wangenknochen und sah ein bisschen mexikanisch aus, hatte einen seltsamen schwarzen Anzug an. Er ging auf mich zu, aber ich wollte nicht. So ging ich einen anderen Weg lang. Da stand dort schon wieder einer. Da dachte ich mir, ich laufe von ihnen weg. Doch auf einmal fühlte ich so eine unglaubliche Kraft in mir, und ich dachte mir, was, wer seid ihr denn überhaupt? Ich drehte mich um, da stand da noch einer. Ich habe sie nur angesehen, intensiv angesehen, und ich wusste, dass diese Kraft nicht von mir selbst war. Sie kam von ihm. So wurde ich beschützt. Letztlich gingen diese drei weg und stiegen in einen enorm großen schwarzen Wagen ein. Dann fuhren sie weg. Das haben sie so schon viele Male mit mir gemacht. Ich lief in ein Dorf und ein großes schwarzes Auto stoppte neben mir. Ein Herr saß hinten drin, vor ihm saß niemand. Dann hörte ich eine Stimme, die sagte, können Sie mir den Weg weisen? Denn ich musste ab und dahin. Ich sagte, wenn Sie da lang fahren, kommen Sie dorthin. Dann meinte er, möchten Sie nicht einsteigen und mir den Weg weisen? Ich sagte, nein, das tue ich nicht. Woraufhin er meinte, schauen Sie doch mal auf das Armaturenbrett. Ich schaute auf das Armaturenbrett und sah lauter seltsame Lichter. Und das wirkte auf meine Psyche ein. Ich war fast bereit, einzusteigen. Doch ich konnte mich dagegen wehren. Ich habe es nicht getan. Jedes Mal wieder dank dieser Wesen. In dem Moment, wo sie da sein müssen, sind sie auch da. So gäbe es hunderte von Beispielen, wie sie mir wie auch immer etwas antun wollen, doch es glückt ihnen nicht. Nicht nur deshalb, weil ich so stark bin, sondern weil sie mir diese Kraft geben. Also, all diese üblen Geschichten, ich muss sie alle zurückweisen, denn sie sind liebevoll zu mir. Sie sind großartig. Ich bekomme immer noch meine Lektionen, ich werde noch immer unterrichtet, mein Wissen ist so enorm groß, dass ich hier noch wochenlang reden könnte, über welches Fachgebiet auch immer, obwohl ich nicht studiert habe. Aber das Wissen ist in mir und in dir und in dir. Doch wird es endlich mal Zeit, dass ihr euer Wissen auch anwendet. Wenn ihr alle von Welten außerhalb der Erde kommt, dann ist dieses Wissen in euch vorhanden. Also wann endlich ist es soweit, dass ich hier nicht mehr sitzen und reden muss, sondern dass ihr euch still hinsetzen und euer eigenes Wissen konsultieren könnt. Denn darum geht es. Ich bin schon alt. Wie lange muss ich noch weitermachen? Werdet bewusst. Doch jeder hängt nur noch im Internet. Ab und an ist das ja ganz schön, denn man hat Zugang zur ganzen Welt. Aber auf der anderen Seite haben uns die schwarzen Meister alle in der Zange. Denn sehen wir noch die Natur? Sehen wir noch die Elfen, die Zwerge und die Gnome? Sehen wir sie noch?
Ich schon. Ich will. Und seht ihr sie? Sie wollen so gerne, sie stehen bereit. Schau, hier stehe ich. Schau doch mal nach mir, wie liebevoll ich bin. Schau nur, was wir euren Kindern durchgeben, auf dem Gebiet der sauberen Energie und der Medizin. Auf alles haben sie eine Antwort, aber wir hören nicht zu, wir tun es nicht. Nein, wir sind wie eine Hammelherde, die alle hintereinander herlaufen. Alle im Internet. Dann ist die Welt ganz verschwunden durch ihre Brille. Dann haben wir gar keinen Kontakt mehr miteinander und auch keinen Kontakt mehr mit den Naturwesen. Ich habe beobachtet, dass schon sehr viele Naturwesen fortziehen. Sie ziehen sich aus den Wäldern und von der Erde zurück. Das sind jene Wesen, die unter anderem für das Wachstum in der Natur zuständig sind. Aber alles geht kaputt. Schauen wir doch nur mal nach unseren Bienen. Wir brauchen sie. Aber nein, da wird so viel Gift gesprüht. Alles folgt doch einem vorgefassten Plan. Und das nicht nur auf den Ländereien. Schaut doch nach den Chemtrails. Das ist noch etwas, worüber wir reden müssen. Die Chemtrails. Ich habe beim Umweltamt angerufen. Da kamen Anrufe und ich sagte, ich möchte mal über die Chemtrails reden. Und dann sagten sie, das geht nicht. Und ich sagte, ihr seid doch vom Umweltamt, dafür seid ihr doch zuständig. Es sei Sache der Verteidigung. So, und nun sind wir beim entscheidenden Punkt angekommen. Alles Geld wird in neue Flugzeuge investiert. Nein, wir müssen Geld investieren in neue Techniken, die Wissen erbringen. Diese gibt es schon, aber sie werden immer noch geheim gehalten. Immer noch. Sie haben schon längst ein Elixier zur Vermeidung von Krankheiten, aber dann verdient die Pharmaindustrie nichts mehr. Darum müssen wir alle, die ganze Welt, dran glauben. Denn dann haben sie alle Menschen im Griff. Es ist einfach nur pures Gift, was sie auch sagen. Da sind so viele Alternativen auf diesem Gebiet. Aber wir hören nicht mehr zu. Wir schauen nur noch ins Internet. Und so fressen sie uns völlig auf, bis nichts mehr von uns übrig bleibt. Aber mich nicht. Wenn ich in den Wald gehe, sehe ich die Naturwesen. Und ich sehe die Außerirdischen. Es gibt sie, und sie leben längst unter uns. Vertut euch da nicht, sie leben schon unter uns. Nur sehen sie manchmal nicht menschlich aus, aber sie können auf eure Netzhaut projizieren, sodass ihr sie als Menschen ähnlich seht. Aber ich darf sie so sehen, wie sie wirklich sind. Und manchmal ist das erschreckend. Sie verlieren ihren Realitätssinn. Wir leben nur noch in unserem Kopf mit dem Computer. Wir sind gefangen. Das wurde alles von den schwarzen Meistern erdacht, die anwesend sind. Wann kommen wir aus dem Gefängnis heraus? Für die Jugend sehe ich ziemlich schwarz. Denn dies folgt alles einem vorgegebenen Plan. So zijn wij allemaal te knieën. Wij zijn allemaal te knieën tot wat zij. Wir werden alle geknechtet, weil sie es so wollen. Und wenn wir protestieren, macht nichts. Sie kontrollieren alles, unser Essen und uns Trinken. Maar worden we een beetje opstandig? Doch werden wir aufsässig, dann tun sie einfach was in unser Trinkwasser, damit wir alle passiv werden. Das ist die Absicht. Doch ich verweigere es, passiv zu werden. Ich mache weiter, bis zu meinem letzten Atemzug. Habe ich Angst? Nein. Ich gehe einfach weiter. Von der astralen Weltreise ich einfach weiter in meine Welt, von der ich komme.
Aber in meinem Leben habe ich viele, sehr viele Welten besuchen dürfen. Es gibt Milliarden davon, die alle bewohnt sind. Wie mache ich das? Ganz einfach. Schon früher, als ich noch klein war, fragte ich meine Wesen, wie geht das denn? Mit welchem Brennstoff? Und dann sagten sie, komm, setz dich erst mal. Denkst du an den Mars? Ich sagte, ja, da bist du schon. Wenn du an den Mars denkst, dann bist du schon da. Denn das ist alles die Kraft der Gedanken. Ich bin also nicht weit weg, sondern sehr nah dran. Wenn du an uns denkst, bin ich schon bei dir. Oder andersherum. Alles ist Gedankenkraft. Mit dieser Gedankenkraft können wir Reisen unternehmen. Bald auch physisch. Die meisten Reisen, die ich machte, waren von astraler Art. Doch auch ich wurde physisch in Raumschiffen mitgenommen. Und in diesen Raumschiffen befanden sich noch viel mehr Kinder von der Erde. Auch die ganz Kleinen, und wir wurden sehr herzlich empfangen. Wir wurden alle unterwiesen. Also sehr viele Kinder der Erde, die jetzt in meinem Alter sind, waren in Raumschiffen. Ganz einfach, man muss sich nur daran erinnern. Und den Kindern wird immer gesagt, Träume sind Schäume. Sie sind Wahrheit. Und die schönsten Träume kommen zu dir, wenn das dritte Auge geöffnet wird. Und daran können Menschen etwas tun, aber es wird nicht über einen Computer geöffnet. Über den Computer wird es geschlossen, endgültig zugemacht. Und das ist die Absicht. Der Mensch darf spirituell nicht wachsen. Wir müssen auf einer Ebene bleiben, gefangen bleiben. Und jetzt möchte ich es auch einmal erwähnen, auch die Kristalle waren sehr lange gefangen. Es gibt auch viele Kristalle, die von den schwarzen Meistern negativ beeinflusst wurden. Wenn man so einen berührt, kann man krank werden, deshalb muss man ihn immer reinigen. Aber jetzt werden die Kristalle sich offenbaren. Denn Kristalle nehmen alles Wissen der Erde und aus dem Universum in sich auf. Und wenn man die Kristalle lesen kann. Ich muss eben fragen, welche Kristalle meinen Sie eigentlich? Ich habe hier überall Kristalle stehen. Das da ist der größte. Der besteht aus Hunderttausenden von kleinen Röhren, die für Hunderttausende von Seelen stehen, die sich geopfert haben. Und die meisten Geschichten, die ich zu hören bekomme, kommen von jenem Kristall. Denn sie leben. Und wenn man Kristalle lesen kann, wovon wir alle abgehalten werden, öffnen sich Welten. Nicht nur von der Erde, denn Kristalle stehen mit anderen Kristallen von außerhalb der Erde in Kontakt. Kristalle werden, wie ich schon erwähnte, auch sehr oft negativ beeinflusst. Darum müssen sie immer gereinigt werden. Aber ich möchte der Menschheit sagen, ich kann das nicht mehr rückgängig machen. Aber häng nicht den ganzen Tag am Computer. Das Wissen, das aus eurem Computer kommt, ist zum Teil schon bearbeitet. Es ist nicht alles Wahrheit. Es werden Unwahrheiten erzählt, die so schön verpackt werden, dass sie eigentlich Wahrheit sein müssten. Darum ist es Sinn der Sache, dass ihr euer eigenes Wissen um Rat fragt, damit ihr es erfüllen könnt. Ich habe nicht viele Haare auf dem Kopf, aber wenn ich Dinge lese, die unwahr sind, stellen sich mir die Haare auf. Das ist mein Gradmesser. Wie schön die Leute es auch verpacken. Ich weiß, dass es nicht wahr ist, aber die Menschen wissen es nicht mehr. Das ist das Schöne, wenn bald unser drittes Auge geöffnet wird.
Wenn man bald alle die Raumschiffe sieht, es sind Hunderte über uns, aber sie sind nur für einige Leute sichtbar. Nicht für jeden. Und wenn euer drittes Auge geöffnet wird, dann könnt ihr mit dem außerirdischen Wesen Kontakt aufnehmen. Und sie werden euch Dinge erzählen und ihr werdet sagen, oh ja, das weiß ich. Ihr kommt von dieser oder jener Welt. Und so habt ihr gelebt. Und dann sage ich, ja, ich erinnere mich, weil das Wissen geoffenbart wird. Und das ist nach meiner Auslegung der Sinn der Sache, wegbleiben von Computer. Es ist natürlich leicht, damit etwas zu recherchieren. Ansonsten, wir haben doch unser eigenes Wissen. Womit beschäftigen wir uns eigentlich? Da laufen Leute herum, schauen auf so ein Kästchen, müssen dies noch und jenes suchen, während sie dadurch manipuliert werden. Was halten Sie von Mobiltelefonen und Strahlung? Die Strahlung der Mobiltelefone ist unvorstellbar. Es ist nicht nur so, dass Kinder, die mit 5 Jahren schon ein Handy besitzen und diese Strahlung abbekommen. Nicht nur das, aber auch die Bienen sterben nicht nur durch das Gift. Da kommt noch all die Strahlung hinzu, die von den Mobiltelefonen kommt. Es sind all die Sendeantennen, die auf den Dächern stehen, wovon die Menschen krank werden. Es gibt so viel darüber zu sagen, aber letztlich ist da nur ein bestimmter Anteil von Menschen auf der Erde, die dafür offen steht. Ich kann das nicht alles erläutern, denn die Menschen müssen es selbst begreifen. Aber momentan werden wir von allen Seiten manipuliert. Und das nicht zum Guten. Wenn man geöffnet ist, werden die Wesen zu uns sprechen. Und dann werden die Menschen nicht sagen, oh, jetzt habe ich eine Idee. Nun werde ich es aufschreiben. Dies ist für eine bestimmte Krankheit, jenes für eine bestimmte Technik. Und vertut euch nicht, es gibt schon sehr viele Menschen auf der Erde, die sich zum Mond und zum Mars begeben. Einfach durch Teleportation, das machen sie sicher schon seit 50 bis 60 Jahren. Lasst euch nicht weismachen, dass Leute mal eben mit der Rakete mitfliegen dürfen. Das ist Quatsch. Sie waren schon längst auf dem Mond, sie sind schon längst auf dem Mars, wo auch Gebäude stehen. Die Menschen können nicht mehr selbst nachdenken. Bald sind wir so weit, dass wir teleportieren können. In alten Kirchen und an heiligen Orten sind schon Sternentoren. Nur darf der Mensch das nicht wissen. Das ist wieder jenen sogenannten Höchsten der Erde vorbehalten, die meiner Ansicht nach die allerniedrigsten sind. Denkt daran. Wen genau meinen Sie damit? Wir alle haben schon von den Illuminati gehört, oder nicht? Das ist eine Gruppe von Menschen, 30 Familien, beinahe alle königlich, von Adel, die hier auf der Erde über alles bestimmen. Sie manipulieren uns. Sie haben alles in der Hand. Das sind 13 satanische Blutlinien. Und man spricht nicht umsonst vom blauen Blut. Das blaue Blut kommt von irgendwo anders her. Doch das blaue Blut will nur erobern und alle Rohstoffe besitzen. Das ist das blaue Blut und Geld, Geld und nochmals Geld anhäufen. Das ist es. Und die Menschheit manipulieren. So ist es. Shukai ist ein wirklich prächtiges Wesen, der die Atomstruktur vollständig erfasst. Er erzählte mir einiges darüber, aber ich begreife es nicht. Es übersteigt mein Verständnis. Aber er ist ein prächtiges, intelligentes Wesen, und in der Vergangenheit waren die Medien,
Ich trat mit ihm in Kontakt. Aber sie brauchten Monate, um die Informationen, die er an mich durchgab, auszuwerten. Denn ihr seht ihn nun als Puppe, aber das ist er nicht. Ich habe ihn in Trance gemacht. Ich selbst kann gar nichts. 0,0. Aber in Trance habe ich schon 80 Puppen gemacht. Und sie alle haben einen Aspekt von irgendwo aus dem Universum. Natürlich darf man ihn nicht nach der Farbe beurteilen, die ist übertrieben wiedergegeben, denn diese Farbe kann man nicht wiedergeben. Jetzt seht ihr diese Puppe. Wisst ihr, dass da Wesen sind, die ganz anders aussehen, die kugelförmig sind. Wesen, die wie Neonbeleuchtungen aussehen, die völlig durchsichtig sind. Auch diese Wesen umgeben uns. Aber deren Intellekt ist unvorstellbar groß. Nur wir Menschen denken noch an Gesichter und Körper. Doch nichts ist weniger wahr. Denn da sind so viele Energien um uns herum, die ihr echtes Sein zeigen, ihre Energie. Und wenn sie wollen, können sie sich in einem Körper zeigen. Ebenso wie bei uns, wenn wir versterben und in die astrale Welt übergehen, ist dieser Körper dann auch weg. Dann sind wir auch Energie. Ganz einfach, nur sind sie viel weiter. Nun, sie können reisen, natürlich geht das per Raumschiff, natürlich gibt es verschiedene Ebenen im Universum. Da sind schon jene, die einfach mit dem Raumschiff kommen. Und es gibt jene, die einfach ein Raumschiff materialisieren und dematerialisieren. Das ist wieder die Kraft des Gedankens. Sie denken nur, wir gehen zur Erde und sie sind auf der Erde. So geht es bei bestimmten Völkern. Es ist wirklich nicht so, was sie sagen, dass Völker 100 Jahre brauchen, um irgendwo hinzukommen. Das sind irdische Blödsinnsgedanken. Und dann kommen natürlich wieder diese sogenannten Wissenschaftler ins Spiel, die in Kontakt mit den Illuminaten sind. Dann müssen sie das sagen. Oder sie sind wirklich so dumm und abgestumpft, aber das weiß ich nicht. Also ein Gedanke von ihnen, sie dematerialisieren sich dort und sie materialisieren sich hier. Wenn in diesem Moment sehr viele in mein Wohnzimmer kommen, dann, bumm, stehen sie da, sie materialisieren sich, sie erzählen ihre Geschichte und, bumm, sind sie wieder weg. Und das ist das Allerschönste, was geschehen kann. Denn sie geben das Wissen weiter. Sie haben mir das Wissen um die heilige Geometrie durchgegeben. Dies ist das Allerschönste, was sie einem Menschen geben konnten. Viele Gelehrte beschäftigen sich auch damit. Sie wissen, dass es ungefähr so oder so aussehen muss. Aber das Richtige wissen sie nicht. Ich stand einmal auf einer Veranstaltung, da kam ein Stein auf mich zu. Zumindest glich er ihm. Vielleicht war er das auch in seiner wahren Form. Er sagte, oh, diese Mandalas, wie großartig. Er verstand es vollkommen. Niemand begriff es. Denn jede Linie hat eine Bedeutung. Sie stehen für die 12 Stämme Israels, unter anderem, Mittelpunkt ist Gott, oder ein Fenster zur Ewigkeit, so hat jede Linie eine Bedeutung. Er sagte mir, ich nehme so ein Mandala, und ich werde etwas anderes damit tun. Ich werde die Alchemie daraus holen. Und das hat er getan. Nun soll es so sein, dass die Menschen sich auf die Mandalas einstellen. Im Wesentlichen ist es ein System, aus dem unendlich geschöpft werden kann. Ein System, waaruit oneindig geput kan worden. Het is pure wiskunde en meetkunde. Es ist reine Mathematik und Geometrie, ein System, aus dem man ewig erschaffen kann. Ich kann alles daraus ableiten, ich kann auch Symbole da herausholen. Schauen Sie mal nach dem Buch von Carl Gustav Jung, Der Mensch und seine Symbole. Wenn man das Buch von ihm liest, dann fängt er mit meiner Zeichnung an.
Aber er wusste es nicht besser. Im Beginn hatte er ein Kreuz, einen Kreis mit einem Kreuz darin. Und dann sagte er, oh, was ich nun entdeckt habe, ist unglaublich. Und ich hatte es schon. Natürlich findet es kein Ende. Natürlich kann man ihn ewig verkleinern und ewig vergrößern, so wie das Universum. Aber das ist etwas, worauf die Menschen sich nun einstellen müssen. Richtet euch auf den Mittelpunkt aus. Macht euch leer, und ihr könnt sogar durch den Mittelpunkt hindurchgehen. Durch den Mittelpunkt könnt ihr sogar dematerialisieren. Deshalb sind die Mandalas so wichtig. Alles wurde von Außerirdischen durchgegeben, und 24 Monate lang habe ich daran gearbeitet. Als es fertig war, fragte ich, hättet ihr nicht gleich erklären können, wie es sein muss? Da sagte er, nein, du hättest kein Verständnis dafür gehabt. Da sitzen unvorstellbar viele Symbole drin. Es sind natürlich auch nicht irdische Symbole darin. Symbole in Symbolen in Symbolen, das kann ewig so weitergehen. Symbole in Symbole in Symbole in Symbole, das kann ewig, ewig durchgehen. Aber die Puppen waren zuerst und die Mandalas kamen zuletzt. Doch nicht nur das, denn wenn man die Mandalas dreidimensional konstruiert, oder auch vier- oder fünfdimensional, dann erhält man Pyramiden, die Pyramidensternentore. Dann sind wir bei den Sternentoren und den Pyramiden. In der großen Pyramide zu Gizeh befindet sich ein Dematerialisierungsraum. Aber das muss geheim bleiben. Die Pyramiden stehen für alles. Wenn das kosmische Trägerfeld für alles steht, steht es auch für alle Pyramiden und alle Sonnentempel. Das lässt sich gar nicht alles ausführen. Denn im Inneren der Erde leben Wesen. Leven Wesens. Dreimal durfte ich mich im Inneren der Erde aufhalten. Einmal durfte ich ein Ritual mitmachen. Es war in einem Lande irgendwo in Spanien. Es war ein Ritual, in dem sich ein Erdenmensch mit einer Außerirdischen vereinigte, sodass daraus auch Kinder entstehen konnten. Ich kam dorthin, da sah ich eine Kunstsonne und da war ein gemäßigtes Klima. Ich vergaß ganz, wo ich war, denn ich sah alle die Ländereien. Als ich mich weiter umschaute, sah ich prähistorische Tiere, die alle noch existierten. Beim nächsten Mal begab ich mich per Ufer, durchs Wasser hindurch dorthin, durch die Ozeane. Sie haben überall ihre Basen. Und sie sagten, wir haben dich immer mitgenommen, aber nun zeigen wir dir, wie du es lernen kannst, dich ins Innerste der Erde zu materialisieren. Es war unglaublich schwer. Auf einmal war ich da. Das war so schön, aber ich stand hinter einer Art durchsichtiger Wand. Ich sah lauter Wesen, die vorbeiliefen. Ich dachte, ach wie schön, diese Verschiedenheit der Wesen. Schau nur. Und ich dachte, es war ein sehr negativer Gedanke. Es war wie bei uns im Tiergarten, wo man lauter verschiedene Tiere sieht. Doch da habe ich mich vertan, denn ich wurde beobachtet. Ich betrachtete, doch auch ich wurde beobachtet. Ich weiß nicht, wo es ist, doch ich weiß, dass es in Spanien viele Eingänge ins Erdinnere gibt. Doch es ist gut, dass wir nicht wissen, wo das ist. Wir alle können eine Degeneration mitmachen. Ich habe schon darüber erzählt, dass es sehr viele Wesen gibt, die auch hier auf der Erde inkarniert sind, die degeneriert sind. Nun haben wir hier auf der Erde die Wahl, was tun wir? Werden wir spirituell oder degenerieren wir? Die Menschen haben die Wahl.
Die einzige Hoffnung, die es für uns gibt, ist, dass wir geöffnet werden und die Spiritualität sich über die Erde verbreiten kann. Das ist das Einzige, was wir tun können. Und natürlich, ich habe es schon ausgeführt, gibt es so viele Wesen, die ihr Licht über die Erde verbreiten, dass wir beinahe geöffnet werden müssten. Doch der Mensch hat die Wahl. Darum haben wir es erwählt, hier zu inkarnieren, aus freiem Willen. Ich weiß, was ich will. Ich will ein spirituelles Wesen sein. Ich möchte anderen Menschen helfen, auch Tieren helfen, eine schöne, reine Welt erschaffen. Doch ihr habt die Wahl. Wir haben auf der Erde die Wahl zwischen der technischen Seite und der spirituellen Seite. Für mich geht es immer mehr in Richtung Technik. Doch irrt euch nicht, denn Technik und Spiritualität sind miteinander vereinbar, wenn es nötig ist. All jene Wesen sind technisch unglaublich weit entwickelt, aber eben auch spirituell. Die Wahl ist also an uns. Erwählen wir nur Technologie oder entscheiden wir uns nur für Spiritualität oder erwählen wir beides? Darum geht es, beides zusammen. Hans Hornbeck hat auch eine Website im Internet. Sie finden sie unter www.hanshornbeck.nl. Thank you.